Arno Classics steht vor der Tür. Am Wochenende ist es soweit. Nein, ich habe weder Synthol noch irgendwas anderes jemals in meine Arme bzw. in meinen Bizeps injiziert. Wo ich denke, wer für eine Überraschung gut ist, das haue ich jetzt mal aus dem Video raus hier. Kommen wir zu der letzten und wahrscheinlich spannendsten Frage. Gewinnt Ors dieses Jahr? Dann wird Samson die Arno Classics gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Q&A-Video. Schön, dass ihr hier am Start seid und Lust habt, euch das Video anzuschauen. Und ich glaube, die wichtigste Frage in diesem Video, die werden wir natürlich zum Ende des Videos beantworten. Wir sind ja kurz vor der Arno Classics. Wie wird der Wettkampf ausgehen? Wie sieht meine Prognose aus? Und was denke ich, wo wird sich Urs Kalischinski in diesem Jahr platzieren? Aber bevor wir die Frage beantworten, machen wir erstmal noch ein paar allgemeine Trainings- und Ernährungsfragen. Viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an mit der ersten Frage. Beim Brusttraining ermüdet meine Schulter vor der Brust. Ich spüre immer nur die Schulter. Hast du Tipps dafür? Es ist ein Problem, was relativ oft vorkommt, dass man speziell beim Brusttraining die Schultern spürt, den Trizeps spürt und man oft das Gefühl hat, man trifft die Brust gar nicht so richtig. Logisch, denn immer wenn ich Brust trainiere, hängen halt andere Muskelgruppen mit dran, zum Beispiel die Schulter und der Trizeps. Deswegen ist es hier gar nicht so leicht, die Brust zu isolieren. Mein Tipp wäre, was mir spontan einfällt, mit Vorermüdung zu arbeiten. Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht. Bevor ich irgendwelche Drückbewegungen gemacht habe, habe ich erst ein paar Sätze an der Butterfly-Maschine gemacht, habe da schon meine Brust schön aufgepumpt und bin dann zu den Druckübungen gegangen. Oder Drückübungen, Druck. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Aber das wäre eine gute Möglichkeit, was ihr gerne mal ausprobieren könnt, mit Vorermüdung arbeiten, Butterfly, Kabelcross, irgendwas, wo ihr die Brust schon schön aufpumpen könnt. Und da habt ihr zumindest nicht mehr die allzu hohe Belastung auf der Schulter und ihr habt den Trizeps rausgenommen. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass du im Anschluss daran dann die Brust besser spürst. Beste Zwischenmahlzeit, was kannst du empfehlen? Also mein Favorit bei den Zwischenmahlzeiten, ganz klar, ist der Klassiker. Ein Magerquark, also ein dünner Frosch. Magerquark in Verbindung mit ein bisschen Proteinpulver, mit Nüssen, mit Beeren oder irgendeinem anderen Obst. Das ist für mich der beste Zwischensnack. Ansonsten ein Proteinshake geht natürlich immer. Das kann auch mal ein Joghurt sein, wo man sich ein bisschen Proteinpulver reinrührt. Dann hat man auch eine sehr gute Proteinquelle. Aber das ist eigentlich so mein Favorit, den ich am liebsten als Zwischenmahlzeit esse. Ansonsten, ja, was heißt es schon, Zwischenmahlzeit, Snack? Letztendlich kann man da natürlich auch ein Hühnchen essen mit ein bisschen Reis dazu. Oder was ich halt gerne gegessen habe oder auch eigentlich immer noch esse, ein paar Maiswaffeln mit Hühnchen drauf. Ist auch ein geiler Snack für zwischendurch, wenn man jetzt was Herzhaftes möchte. Aber ansonsten mein Favorit, der allseits bekannte Magerquark. Machen wir weiter mit einer Frage zum Essen. Rechnest du alle Lebensmittel in deine Eiweißzufuhr mit ein? Also mittlerweile rechne ich ja gar nicht mehr. Aber in den Jahren, wo ich Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht habe, wo ich wirklich alle meine Kalorien immer berechnet habe, habe ich alles, was ich an Eiweiß gegessen habe, mit eingerechnet. Also ich habe nicht nur das Fleisch mit eingerechnet oder den Proteinshake, sondern einfach am Ende des Tages wupp, alles aufgelistet. Denn ich denke auch, das Eiweiß, was in Haferflocken drin ist, was im Reis drin ist oder in der Kartoffel oder wo auch immer, hat durchaus seine Berechtigung in der Ernährung. Und ich habe halt einfach alles zusammengerechnet. Denn irgendwo verloren geht es ja nicht im Körper. Es wird ja trotzdem Kalorien haben, es wird trotzdem eine Funktion im Körper haben. Deswegen, bei mir hat das alles mit in die Rechnung reingehört. Vierte Frage, wenn man als Hardgainer 4.000 bis 5.000 Kalorien im Aufbau gemacht hat, mit wie viel sollte ich in die Diät starten? Ja, Hardgainer ist so ein Begriff, ja. Lassen wir mal dahingestellt, ob jemand jetzt wirklich Hardgainer ist oder nicht.
Ich glaube generell, wenn jemand einen hohen Kalorienverbrauch hat, weil er sehr aktiv ist, weil er viel Muskelmasse hat oder was auch immer, letztlich würde ich unabhängig davon, wie hoch die Kalorien sind, im ersten Schritt ca. 1000 Kalorien reduzieren. Und dann einfach schauen, wie ist meine körperliche Entwicklung, hält sich mein Gewicht stabil, nehme ich ab. Sollte ich nicht abnehmen, muss ich natürlich Anpassungen machen. Und da kann ich bei der Menge an Kalorien, wenn jemand 5000 oder 4000 Kalorien hat, natürlich immer noch ein bisschen was wegstreichen. Aber im ersten Schritt würde ich um 1000 reduzieren. Mich würde mal deine Meinung interessieren zu einem kontroversen Thema. Mehr Gewicht oder mehr Wiederholungen? Schwieriges Thema. Ich denke, da könnte man schon wieder ein komplettes Video darüber machen. Jetzt muss man erstmal differenzieren, was ist denn mit mehr Gewicht bzw. mehr Wiederholungen gemeint? Ich meine, irgendwann habe ich natürlich so viele Wiederholungen, dass es für meine Muskelentwicklung, für meinen Muskelaufbau schlechter ist. Dann sind wir ja irgendwo beim CrossFit oder beim Kraftausdauertraining. Und gut, für mich als Fitnessstudio-Betreiber wäre es schön, ich bräuchte nur Kurzhanteln bis 10 Kilo und dann wäre das wahrscheinlich zu Ende. Aber Spaß beiseite, es hat natürlich seinen Grund, warum man in den Fitnessstudios so viele Gewichte hat und warum man schwere Gewichte stemmt. Am Ende ist natürlich immer das Gewicht entscheidend, ob ich mich von der Muskelmasse her weiterentwickle. Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, mehr Wiederholungen oder mehr Gewicht, würde ich mich natürlich immer für mehr Gewicht entscheiden. Aber man muss halt immer schauen, wie ist das Training strukturiert. Und bei der Frage fehlen mir halt die Informationen. Was ist gemeint mit mehr Wiederholungen? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Gewicht, 100 Kilo, und das drücke ich 6 Mal. Dann hätte ich jetzt hier die Entscheidung, mache ich mehr Wiederholungen oder steigere ich schon das Gewicht? In dem Falle würde ich sagen, 6 Wiederholungen, das ist noch niedrig. Da würde ich erstmal den Wiederholungsbereich steigern, bis ich vielleicht irgendwann 10, 12 Wiederholungen schaffe. Und dann würde ich das Gewicht erhöhen. Also die Frage ist so ein bisschen wischiwaschi. Aber prinzipiell braucht ihr natürlich ein hohes Gewicht, braucht ihr eine Gewichtssteigerung, um euch im Punkto Muskelaufbau zu steigern. 6. Frage. Hast du für deine Arme Syntol benutzt? Ich habe deinen letzten Armpost auf Instagram gesehen. Nein, ich habe weder Syntol noch irgendwas anderes jemals in meine Arme bzw. in meinen Bizeps injiziert. Die Bodybuilder, die sowas, oder sagen wir es mal so, lass mich anders anfangen. Syntol, also diese Syntol-Bodybuilder oder das, was man auf Instagram sieht, da kann man ja sofort sehen, das sind diese quabbeligen, wabbeligen, dicken, aufgespritzten Arme, wo man denkt, boah, das hat mit Bodybuilding nichts zu tun. Und das wird im normalen Amateur-Bodybuilding und Profi-Bodybuilding relativ selten eingesetzt, weil der Effekt halt einfach nicht schön ist. Was dann eher schon passiert ist, dass halt ölige Substanzen in Muskeln injiziert werden und durch die großen Mengen, die bei Bodybuildern an Steroiden verwendet werden, kann sich da schon mal so ein Muskel so ein klein bisschen deformieren oder auch dicker werden. Aber für mich kam das nie in Frage, habe ich auch nie gemacht. War Gott sei Dank auch nicht nötig. Die Arme haben sich so hervorragend entwickelt. Und ansonsten Syntol, ja, Finger weg davon, ist natürlich Scheißzeug, Dreckszeug. Ich glaube auch nicht, dass das viele Bodybuilder machen. Warum empfiehlst du keine Dextrose nach dem Training? Traubenzucker nach dem Training kann man machen, wäre aber nicht meine erste Wahl. Das Problem ist, wenn du hohe Mengen Traubenzucker zu dir nimmst, dann kannst du schon mal ruckzuck zu einem flotten Otto, also sprich zu Magenproblemen, Magen-Darm-Problemen kommen. Deswegen wäre Dextrose jetzt nicht meine erste Wahl. Und der Blutzuckerspiegel, der schießt natürlich schnell nach oben, was vielleicht vom ersten Effekt her erstmal sehr schön ist. Aber wie gesagt, muss man größere Mengen zu sich nehmen, kann es zu Magenproblemen führen. Und deswegen würde ich eher, wenn man das optimieren möchte, so eine hochmolekulare Stärke nehmen, sowas wie Vitago oder andere Sachen, die da auf dem Markt sind. Deswegen wäre Traubenzucker nicht meine erste Wahl. Aber wer eine günstige Möglichkeit sucht für nach dem Training, der kann es von mir aus auch mit Traubenzucker probieren oder mit Maltodextrin. Kommt dann immer darauf an, auf welchem Level bewege ich mich und
ja, wie optimal möchte ich das Ganze machen. Für die meisten Freizeit- und Hobbysportler reicht es vom Prinzip her schon aus, wenn die nach dem Training ihr Whey-Protein trinken und dann eine geraume Zeit später nochmal eine normale Mahlzeit machen mit Reis, Kartoffeln, Nudeln etc., dann sind die eigentlich schon fein. Für diejenigen, die wirklich hochintensiv trainieren und das Maximale ausschöpfen wollen und dann nach dem Training Kohlenhydrate nutzen, die wissen, wie es funktioniert und die wissen auch dann, warum sie nicht als erste Wahl Traubenzucker wählen. Ich gehe dreimal pro Woche trainieren. Welchen Split würdest du mir empfehlen? Ich trainiere derzeit in einem Zweier-Split. Also bei dreimal die Woche Training fallen mir vom Prinzip her zwei Möglichkeiten ein. Vielleicht eigentlich sogar drei Möglichkeiten. Hängt natürlich immer davon ab, von wem sprechen wir hier. Ist es ein Anfänger, ein Fortgeschrittener? Bei einem Anfänger könnte man zum Beispiel auch sagen, hey, wenn du dreimal die Woche trainierst, vielleicht ist sogar ein Ganzkörpertraining möglich. Dreimal die Woche mit einem Ganzkörpertraining anzufangen. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Bei einem Anfänger wäre meine erste Wahl ein Unterkörper-Oberkörper-Split. Das heißt, einen Tag Oberkörper, einen Tag Unterkörper trainieren. Oder vielleicht direkt auf einen Dreier-Split gehen, wenn du die drei Tage Training zur Verfügung hast. Ansonsten, wer einen Zweier-Split machen möchte, da spricht auch nichts dagegen. Es ist immer eine Frage der Zielsetzung, der persönlichen Lebensumstände, meiner körperlichen Fitness, ne, was bin ich bereit, da reinzugeben, wie gut bin ich trainiert, macht derjenige vielleicht noch andere Sportarten, also unheimlich viele Fragezeichen, die ich da sofort im Kopf habe, aber natürlich kann man einen Zweier-Split machen oder auch einen Dreier-Split. Wenn ich persönlich einen fortgeschrittenen Athleten beraten müsste, dann würde ich sagen, komm her, die erste Wahl wäre dann Dreier-Split. Ansonsten, wie gesagt, Oberkörper, Unterkörper, eine gute Möglichkeit. Aber ich wiederhole mich. Ich denke, es ist soweit klar. Kann ich mit Light-Produkten abnehmen? Ich könnte schwören, die Frage haben wir schon mal gehabt. Das Problem bei Light-Produkten ist ja, der Begriff, der ist ja nicht geschützt. Also das Light kann ja alles bedeuten. Es kann ja auch eine Light-Zigarette sein. Bei einem Light-Produkt muss ich halt schauen, worauf bezieht sich dieses Light. Das ist das Erste. Und im zweiten Schritt muss ich schauen, hat dieses Produkt wirklich weniger Kalorien und bringt mir dann dieses Light etwas. Natürlich, wenn ich eine Coca-Cola Light gegen eine normale Cola eintausche, dann habe ich dann ein paar Kalorien gewonnen, bin also im Vergleich zur normalen Cola auf alle Fälle besser bedient. Gut, jetzt werden wir die Süßstoffkritiker, die werden jetzt wieder brüllen, nein, das, ne? Aber darüber wollen wir nicht diskutieren. Aber stellt man die beiden Colas im Vergleich, habe ich natürlich Kalorien gespart, wenn ich die Cola Light trinke oder die Cola Zero. Bei anderen Produkten bezieht sich das Wort Light vielleicht auf den Fettgehalt. Dann hat so ein Produkt weniger Fett, kann unter Umständen auch sein. Dann komme ich vielleicht in die Zuckerfalle. Nur weil Light draufsteht und das Fett damit gemeint ist, ist vielleicht trotzdem viel Zucker drin und das Produkt hat trotzdem viele Kalorien. Also ich muss wirklich im Detail gucken. Am Ende des Tages ist es aber fuck egal, ob ich mit Light-Produkten arbeite oder normale Produkte esse. Denn wie eben schon gesagt, diese Bezeichnung Light, die hat keine Aussagekraft. Ich muss einfach schauen, bin ich am Ende des Tages im Kaloriendefizit oder nicht. Und wenn ich an meine Bodybuilding-Zeit zurückblicke, da habe ich keine Light-Produkte verwendet, außer Cola Light, die habe ich getrunken. Aber alles andere, da gab es auch nicht die Vielzahl an Light-Produkten. Und wenn ich einen Magerquark esse, da steht kein Light drauf. Und wenn ich einen Harzer Käse gegessen habe, da stand auch kein Light drauf. Also früher waren die Produkte nicht so verbreitet und heutzutage muss man das hinterfragen. Wenn jetzt aber jemand meint, er isst einfach einen ganzen Tag Light-Produkte und hofft dadurch abzunehmen, dann muss ich ihn enttäuschen, das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Am Ende des Tages ist die Kalorienbilanz entscheidend und wenn ich natürlich Light-Produkte zu viel fresse, dann ja, werde ich trotzdem fett oder werde trotzdem nicht abnehmen. Kommen wir jetzt zu den spannenden Fragen des Videos. Fangen wir an mit deiner Meinung, Samson oder Hardy? Arnold Classics steht vor der Tür. Am Wochenende ist es soweit. Schwierige Frage.
Beim Hardy haben wir, glaube ich, den Athleten, der in der Vergangenheit immer die beste Form gebracht hat, der sehr gut austrainiert war, der sehr definiert war. Da hat der eigentlich nie enttäuscht. Samson auf der anderen Seite, da haben wir immer so ein bisschen die Form bemängelt. Wir haben immer gesagt, er ist der schönere Athlet, er ist der ästhetischere Athlet. Von der Linie her, von den Formen her, der Muskulatur ist er der Beste. Aber so der letzte Schliff, der ist immer bei ihm kritisiert worden. Und ich glaube, das wird der ausschlaggebende Punkt sein. Wenn Samson die Form bringen kann, die von ihm erwartet wird, und er die Härte hat, dann ist er meiner Meinung nach eigentlich von Linie, Symmetrie, Muskelmasse, vom Gesamtpaket her nicht zu schlagen. Hardy wird über die Härte angreifen und wenn er die bringt, dann ist er natürlich ein gefährlicher Mann. Und wir dürfen nicht vergessen, er war schon Mr. Olympia und hat auch beim letzten Mr. Olympia nur knapp verloren. Deswegen wird er hier so ein klein bisschen als Favorit ins Rennen gehen. Aber wenn der die hundertprozentige Form nicht bringt, dann wird Samson die Arnold Classics gewinnen. Ich bin mir unschlüssig. Es ist wirklich so ein 50-50-Ding. Mir persönlich gefällt Samson besser, einfach weil er die tolle Linie hat. Aber wer wird es machen? Boah, spannend. Auf alle Fälle spannend. Ihr solltet definitiv den Wettkampf am Wochenende verfolgen. Ich denke, Hardy wird gewinnen. Samson macht einen zweiten. Aber, wie gesagt, ich persönlich finde, vom Gesamten her, wenn beide ihre Form bringen, ist Samson der schönere Athlet und wahrscheinlich würde ich als Kampfrichter ihn nach vorne werten. Aber zu guter Letzt ist ja die Tagesform entscheidend. Das heißt, wir müssen am Tag X schauen, wer bringt die richtige Präsentation, die richtige Form auf die Bühne. Und so würde ich dann auch entscheiden. Ich würde jetzt nicht im Vorfeld mich festlegen, sondern wenn ich Kampfrichter wäre, würde ich am Tag schauen, wer bringt die bessere Performance und den würde ich auf 1 setzen. Wir haben hier auf alle Fälle zwei gleichwertige Athleten, die beide eine super Qualität mitbringen, die beide einen extrem geilen Body mitbringen. Und das ist ja das Schöne, das macht es spannend. Wir haben keinen hundertprozentigen Favoriten. Was ich allerdings denke, dass die beiden das unter sich ausmachen. Danach ist erstmal wieder eine kleine Lücke. Und zwei, drei andere Athleten, die sehr interessant sind, sind leider ausgefallen, wie der Andrew Jacked oder der andere Schwarze, der jetzt neu ins Rennen gekommen ist, dieser Quadzilla mit den riesen Oberschenkeln, den hätte ich gern auch mal neben den Top-Athleten gesehen, dieser, wie heißt der, Rubin. Der neben Tim mal stand, wo Tim das Bild gepostet hatte. Genau, ich habe immer den Spitznamen im Kopf. Der auf alle Fälle auch interessanter Athlet oder ein freakiger Athlet, ich hätte die gern gesehen, die fallen weg und deswegen danach die Plätze sind alle relativ offen. Wo ich denke, wer für eine Überraschung gut ist, das haue ich jetzt mal aus dem Video raus hier, da weiß ich, da habe ich jetzt aber keine Bilder, nichts gesehen. Ich weiß wirklich nicht, wie der aktuell drauf ist, aber für mich immer so ein Überraschungskandidat ist dieser Akeem Williams. Weil das ist auch so ein Freak, der ist so voll mit Muskeln, der verkackt oft die Form, dann steht er weich auf der Bühne, dann sieht er natürlich gruselig aus. Aber wenn der in Form ist und hart ist, mit den Muskelbergen, die der hat, diese fleischigen Latt und alles, dann ist der schon echt ein Vieh. Aber wie gesagt, ich habe den lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der aktuell drauf ist. Aber das wäre so einer, der für eine Überraschung gut ist. Ansonsten muss man halt schauen, wie die anderen Athleten sich platzieren. Es ist danach ein Feld, was relativ offen ist. Aber Platz 1 und 2 steht für mich fest eigentlich. Kommen wir zu der letzten, wahrscheinlich spannendsten Frage. Gewinnt Urs dieses Jahr oder wird er wieder Zweiter? Damit Urs gewinnen kann, müsste der Ramon schon ein bisschen die Form verkacken. Weil der ist einfach extrem stark. Der war jetzt bei der Olympia vorm Urs. Der war bei der letzten Arnold Classics vorm Urs. Das heißt, die Kampfrichter haben sich ja vom Prinzip her schon entschieden, welchen sie schöner schon finden. Irgendwann schon entschieden, wen sie besser finden. Das heißt, die Tagesform wird auch hier absolut entscheidend sein. Wenn beide ihre Form bringen, wird Ramon vor Urs sein. Dann wird Urs den zweiten Platz machen.
weil ich nicht glaube, dass Urs sich seit dem Mr. Olympia verbessert hat. Und beim letzten Mr. Olympia hatten wir ja einen Zweiervergleich mit Ramon und Chris. Urs war da schon so ein bisschen außen vor. Man hat die beiden miteinander verglichen. Das heißt, man war sich hier relativ sicher, wir vergleichen Chris Bumstead mit dem Ramon, ob der Ramon noch eine Chance hat, den Chris zu schlagen. Und dann ist erstmal wieder ein Sprung bis zum Urs gewesen. Das heißt, die Kampfrichter haben ihre Entscheidung eigentlich getroffen, dass sie den Ramon zur jetzigen Zeit besser finden. Natürlich kann sich ein Athlet immer verbessern und dann den anderen Athlet irgendwann bei einem Wettkampf schlagen. Aber dafür war die Zeit vom Mr. Olympia jetzt zu Arnold Classics, glaube ich, zu kurz, als dass man sich in den 4 bis 6 Monaten so verbessern kann, dass man dann anderen Athleten toppt. Denn der Ramon hat ja auch trainiert, der hat auch seine Hausaufgaben gemacht. Und ich glaube, da wird die Zeit nicht ausreichend sein für Urs. Um darauf zurückzukommen, wenn beide ihre Form bringen, dann wird es ähnlich wie beim Mr. Olympia sein und dann wird Ramon sich vor Urs platzieren. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Es kann in der letzten Woche bis zum Wettkampf noch so viel passieren. Da hatten wir auch in der Vergangenheit schon den Urs, dass er Probleme hatte. Da kann gesundheitlich mal was sein. Da hast du vielleicht mal Durchfall, du kriegst eine Erkältung, kannst nicht richtig trainieren oder. Also viele Dinge, die da am Ende vielleicht das Zündlein an der Waage sind, dass der Wettkampf vielleicht dann doch anders entschieden wird. Und wenn der Ramon nicht die Form bringt und der Urs seine Form auf die Bühne bringen kann, wie er es schon bisher oft geschafft hat, dann ist auch die Überraschung möglich. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass Ramon den Urs nochmal schlagen wird. Zumindest bei dieser Arnold Classics. Ansonsten wäre es natürlich ein Hammer-Ding und sehr schön, wenn Urs das gewinnen würde. Aber wie gesagt, ich sehe Ramon vorne. Danach haben wir auch ein paar interessante Athleten. Gespannt bin ich auch auf den Wesley Withers, wie der sich platzieren wird. Der war jetzt in der Vergangenheit immer wieder beeindruckend. Der könnte hier auch definitiv ins Finale reinrutschen, in die Top 5. Ansonsten haben wir noch, ich müsste gerade mal gucken, Breon macht noch mit. Der ist natürlich sehr stark. Das ist auf alle Fälle auch ein Top-3-Athlet. Und ja, Terence Ruffin, der wird natürlich auch weit vorne sein. Und dann haben wir die Top 5 schon zusammen. Danach sind auch noch ein paar Athleten, aber die will ich jetzt einzeln gar nicht alle aufzählen. Das würde, glaube ich, den Rahmen des Videos hier sprengen. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ich habe mich schon meinem guten Freund Dennis Wolf verabredet und wir werden im Anschluss an die Arnold Classics ein Video mit dem Dennis zusammen machen und dann können wir im Detail nochmal auf die einzelnen Athleten eingehen. Und soviel ich weiß, ist der Dennis live vor Ort und es ist immer schöner, mit jemandem zu sprechen, der die Athleten live gesehen hat, als wenn man jetzt so wie ich diesmal nur die Athleten auf Bildern sieht oder auf Videos. Es ist live doch nochmal ganz anders, die Atmosphäre, die Athleten, man ist näher dran, da kommt es nochmal viel, viel besser rüber. Und ich erinnere mich gerne an die vielen, vielen Arnold Classics, bei denen ich schon gewesen bin. Immer ein geiler Wettkampf, eine brutal tolle Atmosphäre, allein durch die Aura von Arnold Schwarzenegger. Also ein Riesending. Und wir können alle gespannt sein, ob vielleicht diese kleine Chance besteht, der Urs die nutzt und die Arnold Classics gewinnt. Wäre ein Riesending. Bei den Profis war das ja bisher nur Dennis Wolf. Genau vor 10 Jahren, 2014. Hatte Dennis Wolf die Arnold Classics bei den Profis gewonnen. Ich war mit dabei, war ein Riesending, war richtig geil. Ich glaube, danach haben wir gefeiert in so einer kleinen Burgerbude. Das nur mal zu der Bodenständigkeit von Dennis Wolf. Danach hatte schon alles zu. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war der Abend, wo wir in dieser ganz hässlichen Burgerbude dann ja, mehr oder weniger gefeiert haben. War jedenfalls geil. Also Dennis Wolf, unerreicht, Arnold Classics Champion. War ein Riesending damals, allerdings schon 10 Jahre her. Und wer weiß, vielleicht haben wir jetzt den nächsten Profi, der zwar nicht in der offenen Bodybuilding-Klasse, aber zumindest in der Classic-Physik den Titel an sich reißen kann. Ja, spannend, allemal. Freuen wir uns aufs Wochenende. War's das für heute? Das war's schon. Das war's schon. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten. Denkt wie immer dran, und ich muss es sagen,
Denn ansonsten macht ihr es ja nicht. Abonniert den Kanal und schreibt mal einen netten Kommentar für den Algorithmus. Und Daumen nach oben tut auch nicht weh. Support ist kein Mord. Ihr seid die Besten und ich freue mich schon aufs nächste Video, das ich für euch aufnehmen kann. Also bis demnächst und viel Spaß mit den diesjährigen Arnold Classics.